Hallöchen meine Freunde und willkommen bei einer weiteren Folge von Palworld. Palworld, Tommy, möchtest du uns erzählen, was passiert ist? Ich bin abgekratzt. Wieso? Was? Wie war deine Umgebung? Dass Leute wissen, warum das passiert ist. War warm. Perfekt. War sehr warm. Nein, warm. Ja. Natürlich, Tommy und Janik sind dabei. Ihr habt ja Janik, Tommy schon gehört. Bleibt drin. Jawohl. Seid ihr eigentlich immer noch die maximalen Selbstversorger oder so? Zombie! Ja? Bei denen brauchen wir uns ja gar nicht mehr ums Essen kümmern, Digga. Die haben 160 Eier. Tschüss. Bitte. Perfekt. So, in der letzten Folge ist nicht viel passiert. Wir sind auch nur rumgelaufen. Ich habe jetzt auch einen Dino-Som oder wie das heißt. Was willst du denn jetzt, du Penner? Da. Hier ist einfach zerpflückt von mir, mein Flammenwerfer-Freund. Wo du Burg ist. Oder sowas. Okay. Da wo eine Burg ist oder so. Ich glaube nicht, dass du irgendwie in der Nähe davon bist, wo ich bin. War. Gute Karte, weißt du's. Ja, bin dabei, warte. Ja, da drüben. Du kommst aber, musst erst komplett rumlaufen und dann. Ja, das ist wirklich mehr als kurios. Rudel Menschenfressner will das Eis. Das ist doof, ich glaube. Das ist wirklich doof. Aber nicht damit. Gott. Wie das war's? Ich wollte das Pokémon aber fangen. Tja, das ist natürlich doof, wenn schon tot ist. Ein erster Boss besiegt. Au, ah, oh Gott, Hilfe. Das freut mich tatsächlich für dich, Ryder. Ja, war so ein Typ, so. War so ein Feuervieh mit Bart. Oh! Feuervieh, nicht Eisvieh mit Bart. Hab ich schon alle. Bitte sei hier was mega geiles drin. Ihr sitzt eigentlich für einer von euch zurück im Dorf? Nein. Nicht, okay. Den Karapikit hier ist am Fang. Gib ja nicht auf, mir so einen Menschen zu fangen. Ne? Alter. Jungs, ich hab einen Wasserdrachen. Nice. Den musst du mir mal präsentieren. Tja, das ist ja mal mega sick. Eigentlich. Oh, Festkommandant. Geil. Tut mir leid, kleines Häschen, aber dein Kumpel hat dich im Stich gelassen. Geräusche, die die Viecher machen, ich liebe es. Ich glaube, die Ausfahrt, Ryder. Ja, vor allem die kullern dann noch weg. Machen. Oh. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Hälfte nehmen. Abgeben. Oh Gott. Oh Gott. Du bist down. Du bist auch down, Junge. Leg dich nicht mit mir an, weil ich hab keine Bogen. Oh, mein komisches Vieh. Wir ziehen jetzt die Pfeile hier ganz turbomäßig durch. Ja,
das Vieh leveln wir dann mal nebenbei noch gerade kurz auf. Das wäre nass. Ich weiß, dass meine Rüstung beschädigt ist. Vielen Dank. Du bist da. Ich würde jetzt auch langsam gleich wieder nach Hause, weil ich will auf jeden Fall noch ausprobieren, wie das ist, wenn man sich ein Ei ausbrütet. Du müsstest da rein und dann, wenn's fertig, wenn der Timer runtergelaufen ist, drückst du ausbrüten. Ja, aber was für ein Vieh da sein wird, weißt du? Ja. Achso. Dann ist das Ei ausgebrütet, ja. So, easy. Was genau machst du jetzt da? Kannst du bitte wieder zurückkommen und mir helfen bei den Pfeilen? Nein. Boah, Digga, hab gar keinen Bock, Digga. Ich danke dir. Schön, dass du wieder da bist. Das Vieh steigt jetzt auch im Level auf. Das freut mich. Wieder eine Sphäre. Nur. Sphärenentfaltung. Endlose Leere. Oh ja. Entschuldigung. Aber ich hab's gerade so im Flow. Drachenkanone gelernt. Drachenwelle gelernt. Hast du auch die hübsche Sachen jetzt? Ja, das machen gerade die ganze Zeit meine Pokémons. Ich habe gerade 150 XP oben bei mir stehen, die ich durchgehend gerade kriege. Nur weil ich gerade Pfeile am machen bin, ne? Ich habe ich jetzt auch. Moin Meister. Ja, habe ich schon. Den so, ich habe mir mal ein paar Pfeile gemacht, ne? Das ist geil. Wie sieht's mit dem Egg aus? Das braucht noch 4 Minuten. Stimmt ja, ich habe jetzt mittlerweile was Neues, was ich bauen kann. Dafür fehlen uns Metallbarren und Holz. Dann... Ah ne, das haben wir ja schon. Holz fehlt uns also nur noch. Nein, nein, das hat... Da hinten liegt ein Pokémon. Alter, Kumpel zum Schlafen. Noch eine Statue. Also ich sehe schon, wo Yannick überall durchgelaufen ist, weil hier ist eine Schneise der Verwüstung. Ja. Weil der besiegte Rüpel und diese fette Burg. Und überall, weiß ich, besiegte Hühnchen, Menschen, whatever. Ah. So, jetzt können wir uns Dings machen, wie heißt es? Megasphären. Oh. Ja. Dafür brauchen wir Metallbarren. Ja. Die Metallverkreisung, ne? Ich darf dir zur Basis kommen. Und die Barren machst du wahrscheinlich aus... Erz. Ja. Ja gut, ne? Nehmen wir direkt mit. Ja. Und das machen wir auch direkt. Ja, dann passt mir das. Wie komme ich jetzt nach Hause? Schnellreise-Rider. Ja, ich muss erstmal zum Schnellreiseportal.
Bin gerade quasi hinter Janik. Ich laufe gerade quasi ein bisschen weiter hinter Janik, aber hinterher. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass er weiß, wo schnell Reise ist. Ja, Pony, da findet auch. Nebenbei sammle ich ein paar Eier ein. Ja, ich bin auch schon bei 3. Eins, zwei, ich hab's ja, 5. Geil. Ja, 5. Ich bin mal gespannt, was aus dem Jumbo-Ei rauskommt. Jumbo-Ei. Schreiner kommt dann raus. Eine Manus. Ne, zwei gewöhnliche. Warte. Ich meine schon eine Manus. Ne, Ryder kriegt eine Killer-Mantis daraus. Ich hab zwei normale und. Also ein gewöhnliches Ei, ein zerfurchtetes Ei und ein gewöhnliches Jumbo-Ei. Ah. Ja, mein Ei kann ich in einer Minute 48. Oh. Erst rausholen. Ah, jetzt bin ich jetzt gebackt. Perfekt. Auf jeden Fall schon mal gut Damage bekommen, wenn meine Rüstung beschädigt ist. Das Therapie, Jan. Ja, easy. Alles easy. Und noch gleich nach vorne. Geil. Ah, okay, ich habe einen Level 3 gerettet. Ja, gut, dann kann ich leben. Den Boss habe ich mir gesnackt, dann habe ich mir das Vieh gesnackt, das fleißig ist. Der Pärtchen. Ein fleißiges Bienchen. Das, ja. Da mich halt auch, ja. So, ich bin kurz pinkeln. Alter, nimm die Mittelstrahl, Junge. Das ist ein bisschen noch was von Stranded Deep und alles. Diese zerklüfteten. Hast du schon mal gespielt? Nee, Stranded Deep nicht, Alter. Death Stranding. Nee. Das ist aber so ein Walking Simulator mit Norman Reedus, Daryl von Walking Dead. Und du bist einfach ein einfach in Anführungszeichen. Du bist ein Lieferant und du hast dann auch so zerklüftete Berge und so. Und dann musst du wirklich physikalisch mäßig gucken, wie bepackst du deinen Rücken. Und wenn du hinfällst, kannst du halt die Lieferung verlieren. Ja. Das ist halt ein Walking Simulator mit geiler Story. Irgendwie was mit einem Baby. Was? Muss ich auch immer mal spielen. Aber ist, wenn der Kanal richtig läuft, also wieder richtig läuft, dann kann man wieder Story machen. Hi. Hi, ne? Etwas war bei mir, egal, ob du warm hast. Lauf dir, Tefanten. So, das war Eier, und dann habe ich auch meine Eier fertig. Hab die drei, da hinten ist auch noch ein viertes. Ach, da hinten ist endlich, Alter. Ein Schnellreisepunkt. Schnell, Freunde. Ja, das ist auch so ein Karabit. Guck mal, ich habe eine Festung. Ich habe sogar den Putten ausgetauscht. Ja, okay. Der schwere Ei. Festungskommandant ist mein anderes Ding auch. Kollege, bevor ich mit dir rede. Oh, Level 9. Ach, ja. Ein normales Ei. Egal. Ja, freut mich auch. Söldnerin schlechten Knie. Mhm. Ja, praktizieren. Schnellreisepunkt aktiviert.
Ja. Rip, das Vieh hat einen endlosen Magen. Das Vieh frisst ja dann nur. Ach du Scheiße. Oh, ich hab einen Dummut ausgebrutet. Ausgebrutet, Digga. Ausgebrutet, ein Dummut. Der Dummut ist hier drin gelandet. Oh, geh weg, Alter. So, 7,5 Minuten. Hallo, ja, die Viecher habe ich auch. Die Capriti, wie die heißt. Nicht Capulki. Wie sieht's aus? Ah, ein Wal. Cool. Ein Wal der Erde ist. Zeig. So, hier. Nice. Fisch. Nice. Ja, von wem ist das Ei hier hinten? Meins. Warum da liegt? Okay. Ja. Meins ist nur das Jumbo-Ei. Also das hier. Nee, das hier am Feuer. Okay. Ah, ein Chilent. Chilent. Wer ist denn? Der ist auch ein Chilent, ne? Ein Vieh. Chilent Abdi. Okay. Habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ein Vieh. Meins? Ja. Ein Chilent? Oh, das ist ein Chilent. Was hab ich denn einfach alles? Ich würde gerne absteigen. Hallo? Ach so, doch. Ja, ja. Ich kann gerade nicht absteigen. Tommy ist stuck. Das ist wild. Jetzt. Wild. Halt, was wir ja, meinst, aber meins ist halt Boss, ne? Je weniger Netzschaden und mehr Wasser. Schön, dass ein Boss ist. Ja, stimmt. Ich wollte jetzt auch mal das, was ich als Boss bekommen habe. Ach, stimmt, ich hab's sogar noch dabei. Meins. Das hier. Ne, Zombie. Oh. Guckt euch meinen Schnauzbart-Typen an. Ja, hab ich auch. Juckt mich nicht. Ich weiß. Geil. Aber mich juckt es, dass ich das gerade erwähnt habe. Nee. Doch. Hab ich hier irgendwo eine Savannah-Rüstung? Ich hab eine, ja. Glauben. Gib mal. Keine Ahnung. Gib. Und die tropische Tracht, wenn dann. Da. Warst du? Warst du? Hier. Dankeschön. Ja. Und hier ist das Ding, womit ihr die Dinger machen könnt, ne? Welche Dinger? Die Megasphären. Braucht ihr aber Metallbarren, die müsst ihr machen. Ja, wichtig, wir haben nicht mehr gelernt, Junge. Hä? Wir können die Piesphären dann machen. Ich habe keinen. Ich hab keinen, keine Ahnung, was dafür. Holz, zwei Holz ist zu wenig. Ja, 14. Kommt noch. Leder kommt da rein. Auch. Ja, ich kann Holz wäre. Würde mir stinken, wenn ich wäre. Genau. Was? Kann ich jetzt eigentlich mit dem Vieh dann eigentlich auf dem Wasser? Ohne Ausdauer zu verbrauchen? Ja. Oh mein Gott. Ich hab den absoluten gottlosen Jackpot. Geil. Freunde, Tommy hat den absolut gottlosesten Jackpot und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part. Das sollte in ein paar Tagen online kommen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, macht einen schönen netten Kommentar und lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.